Aloha, ich grüße euch. Wir haben Sonntag, den 30. Oktober und ich begebe mich jetzt mal zur Chaussee nach Kerkrade und natürlich auch noch zum Action. Hier, ich verlasse gerade die Wohnung, das Haus. Und ja, ich wollte euch mal mitnehmen, eventuell auch mit zum Action, auf jeden Fall mit zur Chaussee. Ja, das ist meine Ausbeute vom Hobbyshop Wilms von der lieben Chaussee. Die hatte gestern Tag der offenen Tür. Sie spricht Deutsch, ihr könnt da auch anrufen, ihr könnt da Sachen bestellen, ihr könnt euch voranmelden, wenn die Öffnungszeiten vielleicht mal blöd sind, wenn die, wenn ihr da am Wühlen seid und sie hat eigentlich Feierabend und sie hat Privatzeit, dann lässt sie auch mal ein bisschen länger offen. Also shoppen mit Wohlfühlcharakter, mit Käffchen, mit Kuchen. Es war wieder eine wahre Wonne. Ich weiß nicht, wie lange ich da war. 3 Stunden? Ich weiß es nicht. Ich wollte eigentlich nichts kaufen. Dafür ist ziemlich viel geworden, aber eigentlich für Chaussee ziemlich wenig. Auf diesem Wege grüße ich nochmal Hildegard mit Begleitung. Eine Abonnentin von mir, die ich getroffen habe beim Hobbyshop Wilms. Es waren wohl noch mehrere da, aus Düsseldorf, aus Dortmund. Ich weiß nicht, woher noch, die über meine Videos dorthin gekommen seid. Schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, ob sich die Fahrt lohnt, weil Düsseldorf oder Dortmund ist ja schon eine Ansage. Ne? Aber lohnt sich, oder? Also ich finde immer wieder und man kann, muss sich nur drauf einlassen. Man muss sich wirklich drauf einlassen. Ihr könnt euch wirklich die Körbchen nehmen, setzt euch hin, kriegt einen Kaffee, eventuell auch ein Stück Kuchen und könnt wühlen. Also ihr braucht Zeit. Das ist so kein Hektik, sondern das ist das Gemütliche, ein bisschen dabei fachsimpeln oder Fragen stellen oder. Also ich kann es nur empfehlen. Ihr Lieben, ihr seht jetzt einmal Hobbyshop Wilms mit Voice-Over teils und danach, was ich geshoppt habe. Bis gleich! Ja, da bin ich vorm Hobbyshop Wilms in Kerkrade in den Niederlanden. Es ist immer wieder eine Freude, bei Chaussee vorbeizugucken. Es ist einfach an Gemütlichkeit nicht zu überbieten. Aber ich nehme euch jetzt mit und ich hoffe, ich schwenke jetzt die Kamera und dann geht's los. Das ist nur mal ein Wohnhaus, da steht mein Auto. Ja, nur ganz unspektakulär. Das große Schild ist da und so gehen wir jetzt bei Chaussee in den Laden rein und es war ordentlich viel los. Die hatten sich alle hinten in den Raum verkrümmelt und Chaussee hat schon gesagt, gut, dass du jetzt erst kommst. Es war so voll. Ich war um 2 oder so, um 1, ich weiß es nicht mehr. Ja, es ist immer wieder eine Freude. Ich verlinke euch mal das letzte Video von Hobbyshop Wilms und ja, es ist wie in meinem Bastelzimmer, da fühle ich mich wohl, obwohl bei Chaussee ist es aufgeräumt, da fühle ich mich wohl, es ist richtig klasse und ja, die hat Bastelsachen noch und nöcher, also wirklich Oberhammer, es gibt da eigentlich nichts, was es nicht gibt, da ist Diamond Painting, die Karten und ja, der Mod Podge. Und wenn ihr was nicht findet, einfach fragen. Chaussee weiß aus dem FF, wo alles liegt. Es ist der Oberhammer. Also es ist immer wieder eine wahre Wonne. Ihr könnt euch die Kisten mitnehmen. Ihr könnt euch hinsetzen. Ihr könnt die durchwühlen in ja, aller Ruhe. Hier sind Papiere. Die sind alle geordnet. Das sind auch diese Sondereditionen von, ich glaube, Marianne Design ist das. Kommt gleich, ich weiß nicht, ob es jetzt gleich kommt. Hab schon wieder vergessen, von gestern bis heute. Aber das ist ja nicht wichtig, ne? Aber alle möglichen Papiere von namhaften Herstellern. Hammer. Also, ja, da sind die Hobbymagazine. Vorne liegt, bei der Kasse lag auch noch was. Die sind dann entweder auf Niederländisch oder in Englisch. Aber ganz, ja, ich glaube, wenn man da alles durchgucken will, muss man übernachten. Da hat man die Ordner, das sind hier diese Ausschneideteile, das mögen die Niederländer besonders gern. Da hat die eine mega Auswahl von, da diese Rahmensticker, Liniensticker mit Buchstaben, ne, das ist ja so voll meins. Ich habe es aber nicht mitgenommen, ich habe noch genug. Aber dann mit allen möglichen Texten und Formen und eine Auswahl, die habe ich sonst nirgendwo noch nicht gesehen.
Sonst nirgendwo noch nicht gesehen. Na, auch toll. Ja. Oh Mann, Mann, Mann. Ja, es ist eine wahre Wonne und man ist erstmal reizüberflutet. Also beim ersten Mal war ich auch so, oh, und ich weiß nicht, wie lange wir da drin waren, 5 Stunden, wo man erstmal ein bisschen gucken und dann erstmal Kaffee nehmen, hinsetzen, so und dann, was will ich eigentlich, ne? Und sich dann die Kisten halt nehmen und in Ruhe schauen. Da sind die Marianne Design, diese extra Sachen, die zum Sonderpreis gibt, wo dann immer ein Block bei ist und Stempel und Stanzen. Da kann man auch mal schön drin rumgucken. Ja, und ansonsten, also Studio Light, ich kenne sie ja nicht alle, aber alles, da ist alles vorhanden. Jetzt gehe ich nochmal. Ich mache das mit Voice-Over, weil es war doch ziemlich laut im Laden und das ist dann zu anstrengend. Für euch zum Zuhören und für mich dann auch so laut zu sprechen im Laden. Ja? Okay, es sieht jetzt leer aus, aber die sitzen alle hinten in dem, also eine Tür weiter. Die Tür war offen und es war doch recht laut. Ne? Vor allem dann zwischendurch kommen dann Kunden. Ja, da sind Papiere, Papiere, Papiere. Richtig. Ach, schöne Sachen. Da könnte man einfach nur, wenn man kein Limit hätte, ne, einstecken, einstecken, einstecken. Aber leider muss man ja gucken. Das ist ja auch manchmal gut so, sonst würde man ja auch übertreiben. Ich höre den einen oder anderen von euch grinsen. Ja, ich übertreibe es manchmal. Hier andere Papiere. Auf der gegenüberliegenden Seite kommen wir gleich auch noch hin. Auch Papiere, verschiedene Dicken, verschiedene Stärken. Ob Glitzer oder Glanz oder Struktur, wirklich alles da. Hier haben wir dann die Bänder, da kann man Meterware kaufen. Ich habe nichts gekauft, ich habe ja Bänder ohne Ende. Aber waren schon ein paar hübsche bei, also muss ich schon sagen, ne? Es ist schon, ja, schön. Sehr, sehr cool. Dann auch Nähgarne und alles, was man braucht. Also für fast jedes Hobby. Also ich weiß nicht, was es da nicht gibt. Und wie gesagt, wenn ihr was sucht, ihr müsst das nicht alleine suchen. Einfach José fragen und die holt euch das sofort. Das ist also Hammer. Das ist ja bewundernswert, bei so vielen Mengen da auch immer noch zu wissen, wo was liegt. Ne? Da haben wir die Crafters Companion Papiere. Aber auch andere Papiere, der Glitzerpapiere, goldfoliert, silberfoliert. Und da geht es weiter. Da muss ich an Muriel denken, 30x30 Kraftpapier. Ne? Also Muriel, wenn du nächstes Mal kommst, gehen wir nochmal zu José. So, sorry, da waren die Hunde. Da kam, war gerade einer. So. Ja, Papiere, 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 allen Stärken, Farben, Formen und sonstiges. Es ist eine wahre Wonne. Echt, also es ist toll. Richtig klasse. Ja, da haben wir verschiedene, das ja, Kleber da oben, verschiedene Boards. Ja, und hier alles Mögliche. Ne? Wenn ihr sagt, ah, ich will einen Pinselstift, ich will eine Aufhebhilfe, ich will eine Stempelhilfe. Es ist da, es ist da, da. Das kann ich nur empfehlen. Das habe ich von Elisabeth geschenkt bekommen. Das ist eine Schleifenhilfe. Mega, mega cool. Richtig klasse. Das hilft einem richtig. Ja, hier nochmal Schwenk. Das sind die ganzen Cutting Dies von Stamperia oder Stamperia. Keine Ahnung. Ja, da sitzen noch ein paar und deswegen, die haben sich laut unterhalten und das wäre halt blöd gewesen, wenn ich dagegen angesprochen hätte und für euch halt auch blöd zum Anhören. Ja, da haben wir die ganzen Blöcke. Großes Regal mit ja, allen möglichen Sachen. Ich bin da nicht auf dem Neuesten, was jetzt neu ist, was alt ist. Das ist mir auch relativ egal. Mir muss es gefallen.
Und ja, da war der ein oder andere Block, aber wie gesagt, der Prinzessin-Block, den seht ihr ja gleich erst, der stand schon lange auf meiner Wunschliste. Und ja, es war schön, es war wirklich schön. Und dann kann man, ja, da vergeht die Zeit, das ist so, ja, weiß ich nicht, Balsam für die Seele. Ihren Laden zu besuchen ist Balsam für die Seele. Dahin sind auch noch mal Papiere. Es geht noch ums Eckchen. Ihr könnt auch da mal Pipi machen. Das ist eine Toilette. Ihr kriegt ein Käffchen. Und meistens auch ein Stück Kuchen, wenn man denn möchte, wenn sie eingekauft hat. Und gestern war ja ein besonderer Tag. Und ja, es war schön. Ich begrüße Sie. Kommen Sie auch mal bei uns im Geschäft gucken. Finde ich schön. Kaffee steht schon fertig. Genau, das ist die liebe José, die Inhaberin von Hobbyshop Wilms. Ja, Besuch lohnt sich immer. Ihr kriegt ein Käffchen. Ich habe euch das ja erklärt. Ihr nehmt so ein Körbchen, setzt euch schön an den Tisch und in Ruhe könnt ihr durchwühlen und gucken, was ihr haben möchtet. Dann stellt es wieder zurück, holt euch das Nächste. José berät euch, sucht euch Sachen raus, die ihr nicht ad hoc findet, falls ihr mal nicht so viel Zeit habt. Und ihr seht, man kann hier gucken, schmökern, gucken, kaufen und man weiß überhaupt nicht. Also ich sag euch, wenn ihr kommt, nehmt Zeit mit. 3 Stunden gehen rum wie nichts. So, das war die liebe José. Die hat euch auch mal begrüßt. Ja, ist immer herzlich willkommen. Ja, hier Stanzen ohne Ende. Also es ist, Hammer. Ja, normale Stanzen, Handstanzen. Ich glaube, ich habe heute alles gar nicht gefilmt. Also es war wirklich, ist der Hammer. Aber ihr kennt ja schon eigentlich den Laden, wer mich länger verfolgt, da die Stifte Spektrum Noirs, hier für Decoupage, alles, ne, die verschiedenen Holzfiguren. Und es ist wirklich eine wahre Wonne. Also es ist der Hammer. Wenn du was erklärt haben willst, die Unterschiede von den Stempelkissen, von den Maschinen, von den Farben. Also José berät euch. Ja, das fand ich so niedlich, ne? Kleine Köfferchen. Habe ich ja was da gelassen. Hier noch mehr von diesen Stickern. Die gibt es da wirklich in allen Varianten. Na, hier haben wir Molds, ne? Also Formen von Master Stewart und anderen. Und jetzt kommen wir hier zu den Stempeln. Ne, die sind auch teils, da sind noch Handstanzen. Ach, da wollte ich noch bei gucken, das habe ich vergessen. So, hier Stempel, alles in den Körbchen. Nehmt ihr euch mit, setzt euch an den Tisch und guckt es in Ruhe durch. Ne, also, wie gesagt, da muss keiner stehen und wühlen, sondern jeder kann sich setzen. Und ja, und wenn man was Bestimmtes sucht, wenn man keine Zeit hat, dann sucht José das raus. Ja, José hat auch eine Homepage. Aber ist halt in den Niederlanden, da ist der Versand halt teurer. Und ja, hier nochmal dann Pasten und alles mit Stifte. Das sind auch nochmal die Stempel. Hier kommen wir jetzt zu den ganzen, hier die Powders und Embossing Powder. Und das Rot fand ich sehr hübsch, aber ich habe es da gelassen. Ich muss erstmal wieder überhaupt mehr embossen und gucken, was ich so habe, bevor ich mir Neues zulege. Weil irgendwann sprengt es mein Zimmer. Ne? Aber da auch Auswahl ohne Ende. Da unten auch noch so verschiedene Sachen, so Feinheiten, wo man denkt, oh, was ist das? Und dann erklärt die das, oh ja, cool. Ne? Distress Inks, Distress Oxides. Da war so ein Dreierpack gepackt, habe ich auch noch nie gesehen. Also hier ist, ja, es ist eine wahre Wonne. Es ist total toll. Hier sind auch kleine Stempelkissen, die Memento. Auf der anderen Seite, ne, jetzt kommen wir erst hierzu, weil da war nämlich besetzt. Hier sind die ganzen Handstanzen in den Vitrinen. Noch und nöcher, Oberhammer und unten noch Körbe voll, weil Ware ist gekommen. Da hinten sind auch, das sind alles Weihnachtssachen. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt hingekommen bin, weil da war halt besetzt. Ich wollte die Leute auch nicht immer stören. Ja, da sind die Dutch-Stubadu-Sachen, hier Stanzmaschinen, alle möglichen, da Stanzplatten. Man kann ja auch Workshops buchen, die Gemini. Dann hier so eine kleine
Und ich weiß nicht, ob das auch eine Mini-Stanzmaschine ist. Ich glaube, ne, das ist die Mini-Stanzmaschine, die Gemini Mini. Ich weiß es aber nicht genau. Ne, hier, Prägefolder. Noch und nöcher. Ne, von Tim Holz über, ach, alles. Ne? Da habe ich auch meinen dann gefunden. Guckt euch diese Auswahl an. Es ist der Hammer. Ne, wenn er da überall durch, sogar Prägefolder in A4. Habe ich auch noch nirgendwo gesehen. Hammer. Also richtig klasse Sachen. Hier haben wir noch mehr Stempel, Kissen, eine Stazon, Memento. Also man bekommt alles. Hatte ich es rosa, da hätte ich ja noch Bock drauf gehabt. Aber nein, 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 nein. Ich habe es auch nicht mitgenommen. Ihr werdet es gleich sehen. Ich habe mich echt zurückgehalten. Ja, das ist der Schulungsraum. Also wenn Workshops stattfinden, hier wird gewerkelt. Und da könnt ihr alles ausprobieren. Ja, der war jetzt mal frei und passte das. Ja, hier sind wir nochmal bei den Tinten, bei Stempelkissen. Da ist José nochmal. Ja, ich weiß nicht, wo ich hingehe. Also, hier kann man sich hinsetzen, es sind 4 Plätze. Aber ansonsten ist hinten ja auch genug Platz, wo man sich hinsetzen kann und wühlen kann. Ja, hier habe ich jetzt die Sachen, die ich bekommen habe. Also erstmal geschenkt bekommen habe. Das sind einmal Kataloge von Marianne Design. Und zwar hat sie mir da alle mitgegeben. Psst. Die 114, die 115, die 116, 17 und die 118. Da sind ja immer dann die neuesten Sachen drin. Was wäre hier? Nee, ist einfach nur so ein doppelseitiges Faltblatt. Wir blättern hier mal gerade. Nur mal ganz grob. Ja. Das war Herbst. Hier ist auch noch mal Herbst. Sorry, es wackelt gerade. Emma juckt sich. Oh, dabei hat die gestern gebadet. Die hatte sich nämlich draußen gewälzt irgendwo drin. Und dann mussten wir mal schnell, ja, nicht gebadet, geduscht. So, das war Marianne Design. Dann habe ich noch die ganzen Prospekte von Studio Light mitbekommen. Aber ich glaube, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Da alles durchzugucken, aber es macht natürlich total Spaß, da kann man mal gucken in Ruhe, ne? Da sind mehr Beispiele bei und ach, das gibt es ja auch, brauche ich das, kommt es auf die Wunschliste, ne? Mega, ich glaube, muss ich auch in Ruhe mal durchgucken, ich habe es nämlich auch nur grob durchgeblättert, da muss ich mir echt mal Zeit für nehmen, ja, da habe ich die Nummer 2, April, Mai, Juni, kann auch sein, dass ich die schon habe, ich weiß es nicht, die Nummer 3, Juli, August, September. Und die Nummer 4, Oktober, November, Dezember. Ja, und das sind hier die ganzen Sachen drin. Mega. Guck mal hier. Schönes Türchen, ne? Ja, wenn ihr Lust habt, können wir da mal zusammen durchgehen. Dann mache ich extra Videos, Studio Light und Marianne Design Prospekte. Schreibt es mir in die Kommentare. So, dann durfte jeder, der was gekauft hatte, sie hatte 2 Boxen da stehen, sich was raussuchen. Aus der einen habe ich mir diesen Stencil ausgesucht. Habe ich denn mal was, wo ich das hinter klemmen kann, damit ihr das seht. Ich habe nämlich hier noch Restpapiere. Da kann ich das so, ne? Diesen Stencil, da waren verschiedene Sachen drin. Und mir hat der Stencil am besten gefallen. Ja, und in der anderen Kiste waren Blöcke und Zeitschriften. Und da habe ich mir dieses Hobby-Magazin ausgesucht. Da ist eine Stanze bei. Ich mache das jetzt mal auf. So. Flowery Collection. Von wem ist das? Cutting Die. Ich glaube, das heißt Flowery Collection. Da unten, ne, das ist die Stanze, die dabei war. Ja,
Hobbyzine Plus, gratis. Das ist natürlich dann auf Niederländisch, aber ja, ich meine, gucken kann ich ja, ne? Also, ah, hier sind so Sachen, die kann man sich... Okay. Ja, ich glaube, im Großen und Ganzen wäre das wohl eher was. Ja, hier sind Kartenbeispiele. Handlettering ein bisschen. Aber für wer hier diese Ausschneidteile hier, sowas. Also, die Zeitschrift würde ich jetzt mit zu meinem... Ja, in meinen großen Karton tun. Die werde ich behalten. Oder? Ja, ich werde es auf jeden Fall erst einmal testen, ob ich sie dabei tue. Das kommt auf jeden Fall mit, was dann weggeht. Wie ich das mache, weiß ich ja noch nicht. Ich muss auch noch Verlosungen machen. Und das, die beiden Diamond Paintings müssen auch noch unter die Leute. So, aber da sind wir jetzt nicht. Wir sind jetzt erstmal hier beim Shoppen. Ich habe mir gekauft einen Stamperia, wie man es nimmt, diesen Block, und ich glaube, den habe ich mir letztes Mal schon geholt, aber ich traue mich nicht, oder so ähnlich, ich weiß es nicht, aber das ist halt Streichelpapier. Es ist halt wirklich Streichelpapier, für mich auf jeden Fall, und wenn ich ihn zweimal habe, kann ich ihn einmal verwursteln, und ich finde es so, so niedlich. Ich habe hier gerade schlechtes Licht. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem so sehen. Dann guckt euch das an. Es ist so niedlich. Ja, um die 6 Euro hat so ein Block gekostet. Und ich finde den so hübsch. Gibt es natürlich auch noch in groß. Ja, muss ich mal schauen. Ich muss mal schauen. Ah, toll. Ich habe ja schon überlegt, ob ich den großen kaufe und Muriel bitte, mir ein Album zu machen. Ah, Muriel weiß noch nichts davon. Nein, ist ja nur so eine Idee. Keine Ahnung. Ich könnte mich auch selber mal dran begeben, aber da ich ja nicht so der große Alben Künstler bin, eher so die kleinen, ne? so kleine, mal hier eben, das kann ich, aber der große Albumkünstler ist halt Muriel und die versaut mir das auch nicht. Ich muss mal in Verhandlung treten. Schauen wir mal. Oh, guck mal, ich finde es so hübsch. Hier und hier nochmal zum Ausschneiden. Mega, richtig klasse. Ah, toll, Streichelblock. Und jetzt kommt der nächste, der lag tatsächlich schon ein paar Mal in meinem Warenkorb. Zwischendurch hatte Stamperia, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, auch Prozente. Und da hatte ich auch schon überlegt, oh, nimm's denn, ich habe aber nichts bestellt. Aber der ist ein Traum. Ich mag ja total Sissy, ja, kenne ich in- und auswendig. Wird jedes Jahr geguckt, mindestens einmal. Und der Block ist ein Traum. Aber ich meine, man könnte ja nicht nur hier die historischen Figuren, man könnte hier ja auch ein Stempel von Cats on Apple Tree draufhauen. Ne? Also das so ein bisschen ja, Stilbruch betreiben. Das, eigentlich bräuchte ich den dreimal. Einmal zum Streicheln und einmal zum Sofa arbeiten und einmal für Unsinn. Ich finde den so hübsch. Also das ist ja voll mein Style. Also generell die Blöcke finde ich ja schön von Stamperia, die meisten. Ne? Aber es ist immer mal wieder was dabei, wo ich so, ach nee. Und hier bei diesen beiden Blöcken ist echt alles klasse. Also, aber das ist ja Geschmackssache. Mein Geschmack trifft's. Ne, das ist so, ja, so ein bisschen Vintage. Total gerne. Richtig schön. Ja,
Ich denke, das muss ich mir noch mal holen. Und eventuell den großen auch. Klasse. Ja, das war es an Papier, was ich mir geholt habe. Dann, da bin ich ja schon länger am Rumstreichen, ne? Die kleine Tim-Holz-Schere. Die habe ich bei der lieben Elisabeth ausprobiert und habe dann gedacht, die brauche ich, die muss ich haben. Ich habe es aber, wo ich bis jetzt war, nirgendwo gefunden. Also ich habe immer gedacht, da auf der Messe und da. Und ich habe sie nirgendwo gesehen. Und klar, ich hätte sie mir online bestellen können. Jetzt habe ich sie mir bei der Chaussee gekauft. Die hat gekostet 11,99 €. Und ich habe auch schon hier so, die habe ich ein bisschen, wo ich nicht da war, hat mein Mann sich chinesisch bestellt. Und das ist von den Stäbchen das. Und da habe ich so ein bisschen geübt, dass man hier so Kurven, es geht astrein. Also ich schwöre ja auch auf die kleinen Scherchen von Action, aber das ist wirklich kein Vergleich, wie man hiermit so um die Kurve schneiden kann. Mega. Richtig klasse. Man hört ja auch nur Gutes davon. Und ja, sie hat sie auch für mich ausgepackt, weil ich habe dann nochmal gefragt, ich sage, darf ich die nochmal ausprobieren? Sie hat sie mir geöffnet und ich durfte ein bisschen Probe schneiden. Mega. Richtig klasse. Ich bin froh, dass ich sie habe. Mein Tim-Holz-Scherchen. Richtig klasse. Sehr, sehr schön. So. Ja, dann durften einmal mit für 1,40 € die Pailletten, die Sequins. Ich fand das so hübsch. Da waren auch noch mehrere tolle Farben, aber ja, das durfte mit. Das finde ich, weil ich weiß nicht, welche Farben ich genau habe. Und dann durfte die mit. Ach, schön. Ne? Es glitzert, es ist sinnlos. Ich muss es haben. So, dann habe ich mir einen Präge-Folder mitgenommen. Ich fand den total klasse. Der ist von Studio Light Winter Charm, 7,65 €. Und der prägt und der schneidet in einem. Und das habe ich auch gestern Abend direkt ausprobiert. Zwar nur auf einem weißen Blatt Papier. Ich weiß nicht, ob ihr die Prägung erkennen könnt. Doch, ne? Prägung könnt ihr erkennen. Und dann kann man die Fenster öffnen. Und das fand ich mega. Auch fürs Bullet Journal. Nicht nur für eine Karte. Die Maße sind 15×15. Und ich fand es richtig klasse. So, Prägung kann man sehen, ne? Ja, mega. Das war von Studio Light. Der hier. So sieht's aus. Und da gibt es auch noch eine Tür von. Und da müsste ich, wenn man die öffnen kann, müsste ich auch mal gucken. Obwohl ich habe eine Tür von Alexandra Renke. Ja, mega. Freue ich mich. So, dann habe ich mir noch eine Stanze gekauft von Crealis. Und zwar das Tortenstück. Das hatte José in groß und in klein. Und ich habe überlegt, und am besten wären natürlich beide gewesen. Aber ich habe mich für diese hier entschieden. Und die habe ich auch schon einmal ausgestanzt. Und dann hat man hier so ein Tortenstück. Man kann das hier öffnen. Wenn man es denn beherrscht. Ups, so. Da kann man was reinfüllen. Man kann daraus eine ganze Torte machen, ne, indem man dann entsprechend, ja, müsste eigentlich bei 12 Stück, müsste das ja dann rund sein. Und da habe ich mir auch vorgestellt, wenn ich denn noch die andere Stanze hätte, man könnte ja eine doppelstöckige Torte machen. Ne? Dann hätte man 24 und könnte daraus einen Adventskalender. Aber ich muss ja erstmal mit meinen ganzen Ideen da, das wäre vielleicht was für nächstes Jahr. Aber auch so zum Geburtstag oder. Ich finde es niedlich. Ich fand das preislich auch in Ordnung. Und da habe ich das kleine Tortenstück. So, dann habe ich mir von Craft Emotions, und ich überlege jetzt, ob ich den nicht schon habe. Ich weiß es nicht, weil ich keinen Überblick mehr habe. 7,50 € Craft Emotions, deutsche Weihnachtssprüche. Frohe, fröhliche, für von Weihnachten ein gutes neues Jahr, frohes Fest, guten Rutsch, wunderschöne Feiertage, Prost, beste Wünsche. Und also man kann da wirklich gucken, was man schreiben möchte, viel kombinieren, fand ich in Ordnung. Ich fand den Preis auch in Ordnung, 7,50 €. Passt. So, dann durften noch zwei weitere Stempel mit von Studio Light. Ich konnte mich nicht entscheiden und deswegen durfte einmal für 6 € ein paar zerquetschte dieser Notenstempel mit. Ich finde den so klasse. Und einmal noch diese
kleinen. Und zwar ist hier Joy to the World. Und andere kann ich ohne Brille nicht lesen. So, einmal der Liedtext und einmal hier Text mit Noten. Fand ich mega. Das habe ich noch nicht abgestempelt. Da bin ich gestern nicht zugekommen. Und ja, werdet ihr dann in einem der nächsten Videos mal sehen. Irgendwo werde ich es ja nutzen. Ja, ihr Lieben, das war mein Einkauf. Ich kann José immer nur wärmstens ans Herz legen, wenn ihr in den Niederlanden Urlaub macht und über Aachen, über die Grenze kommt oder auch hier über Heinsberg, über Gangelt. Fahrt zur José. Es lohnt sich. Was ihr mitbringen müsst, ist Zeit. Zeit, Zeit, Zeit. Natürlich auch ein bisschen Geld, wenn ihr was kaufen möchtet. Aber es ist ein Laden nicht zum Reinrasen und kurz gucken und wieder raus, sondern der ist gut gefüllt. Ihr könnt euch da wirklich, man kann da verweilen. Schön. Man fragt, wenn man was nicht findet, fragt man, sie sucht euch das raus oder ihr nehmt euch eine Kiste, setzt euch dahin. Gestern hatte ich nicht so viel Zeit. Ich habe nur ein paar Kisten durchgeguckt, aber ich war auch schon 4 oder 5 Stunden da drin und habe lange noch nicht alles gesehen. Aber wenn man bestimmte Sachen, die Hildegard gestern, die wollte deutsche Sprüche, dann hat sie die Kiste mit deutschen Sprüchen, also Stempel mit deutschen Sprüchen rausgesucht und dann konnte man sich das in Ruhe durchgucken. Ne? Und man kann auch Sachen ausprobieren. Ja, ihr Lieben, liebe José, vielen lieben Dank, dass ich immer so herzlich willkommen bin bei dir. Ich komme wieder auf jeden Fall, das weißt du. Und ja, schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr denn da gewesen seid, wie es war, wie ihr es empfunden habt. Und ja, was soll ich sagen? Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das jetzt tun. Ich würde mich freuen. Ich würde mich auch über ein Däumchen freuen und natürlich über einen netten Kommentar, auch wenn ich manchmal ein bisschen lahm bin mit Antworten. Ich lese sie alle. Das seht ihr, wenn ich ein Herzchen gegeben habe. Aber ich komme wirklich manchmal nicht zum Antworten, das tut mir schrecklich leid, aber mein Tag hat leider auch nur 24 Stunden. Aber es ist trotzdem so eure Anerkennung für mich. Das freut mich. Und das Allerwichtigste ist, ihr Lieben, bleibt gesund. Wir sehen uns. Tschüss.